Do you think that the farm will break? Er kann einen Schornstein auf seine Gehirn bekommen. They told us it would collapse. Ich bin unterwegs in der Provinz Groningen. Hier im Norden der Niederlande liegt das größte Erdgasfeld auf europäischem Boden. Ein 1000 Milliarden Euro Schatz. Doch Arbeiter sind dabei, die Quellen zu schließen, trotz Ukraine-Krieg und Versorgungsknappheit. Jetzt tobt erneut die Debatte. Schluss mit Gas oder weiter fördern? Der russische Präsident Wladimir Putin dreht den Gashahn zu. Europa steht vor einer Energiekrise. Das Erdgas aus den Niederlanden könnte helfen. Doch die Regierung hat beschlossen, hier die Förderung zu stoppen. Warum ausgerechnet jetzt und was denken die Leute vor Ort? Die Dorfidylle aus der Vogelperspektive täuscht. In der Region Groningen leiden 10.000 Menschen an Erdbebenangst. 27.000 Häuser werden auf Risse untersucht, so wie hier in Woltersom das 1905 erbaute Haus des Müllers. Denn die Gasförderung löst Erdstöße aus. Wow, das sieht ja aus hier. Oh, ja. Riesige Stützbalken. Stimmt. Und hier ein riesen Riss in der Wand. Mensch, was ist denn hier los? Ja, der Grund, der ist in Bewegung und die Mauer, die geht mit. Hier, der Stein, der ist ja überhaupt nicht fest in der Mauer. Keine schöne Sache so. Und darf ich das mal anfassen? Ja, doch. Huh, der geht ja raus. Ja. Ja, das geht ja raus. Da Wahnsinn. Kann man ein neues Haus erbauen. Hier geht es los und da an der anderen Seite. Wow, ja. Laurenz, was ist denn hier passiert? Ja, das ist erstaunlich. He? Das ist auf einmal am Morgen um 11 Uhr, klar, bang. Ja, das war erstaunlich. Ich dachte, was ist das? Und Sie haben ja auch noch einen Sohn, der hier schläft, ja, im zweiten Stock. Er schläft hier oben und kann den Schornstein auf sein Gehirn bekommen. Das ist kein schöner Gedanke. Dass die Menschen hier wütend sind, ist logisch. Erdgas, nein, danke. Doch seit Putins Krieg in der Ukraine ändert sich das. Umfragen zeigen, eine Mehrheit wäre bereit, das Risiko einer verlängerten Gasförderung zu akzeptieren. Der nächste Winter kommt bestimmt und der Winter kann ganz schön kalt werden. Ja. Und wir haben einen Krieg in der Ukraine. Sollte man vielleicht doch noch 2-3 Jahre Gas rausholen hier? Jeder soll es warm haben im Winter. Und das Gas aus Russland ist zu teuer und vielleicht kommt da gar kein Gas. Also ich stimme damit rein, dass wir Gas hier aus dem Boden holen. Eine mutige Position, denn je mehr gefördert wird, umso stärker die Erdstöße. Knapp 1200 Erdstöße wurden bislang registriert, mehrere tausend Häuser schwer beschädigt. Overschild ist eines der am schlimmsten betroffenen Dörfer. Der ganze Ort ist eine einzige Baustelle. 80% der Häuser werden abgerissen und neu gebaut, diesmal erdbebensicher. Bewohner beklagen Behördenprobleme. Es ist ein jahrelanger Kampf um jeden Cent Entschädigung. Wer ist verantwortlich? Was lief schief? Das klärt nun eine parlamentarische Untersuchungskommission. Janni und Bert leben seit kurzem in einem Neubau. Wegziehen wollen sie nicht. Sie hängen an der Gegend. Technicians came and they made a risk analysis for your old house. What was this risk? With an earthquake 5.0, they told us it would collapse. And this was the house, and it wasn't going to like this, but it was going this or this side. Europe is facing a serious crisis. We have war in Ukraine, and there's a debate if to extract or no more gas from the Netherlands to help European neighbors. If it's really, really necessary, we both think it's okay to get the gas. When we have a bad winter, we have to have gas. Also, Germany and wherever. Can we live here happily if we know that people who has to use gas and are cold and starving? No.
Doch nicht alle teilen diese Sicht. Jahrzehntelang ignorierte der Staat die Sorgen der Menschen. 4000 Geschädigte haben sich in der Groninger Bodenbewegung zusammengetan. Die mächtige Lobby hat durchgesetzt, dass die Regierung ein vorzeitiges Ende der Förderung beschloss. We have a major energy crisis approaching and we are standing on a huge gas field. Why not pumping it up right now? Pumping it up right now or even in the near future is not safe for the people here. We're talking about lives and there is no dealing with lives. Milchbauer Leon Klein setzt auf Solarpaneele. Investition für eine bessere Zukunft. Wütend sind die Kleins wegen der unzähligen Risse. Überall kommt Wasser durch. Statt über weitere Gasförderung zu spekulieren, solle die Regierung erst einen Entschädigungsfonds auflegen. Leons Vorschlag: 3 Milliarden Euro für alle Erdbebenopfer. We go now to the milking room and see there the damage. We go downstairs. Then we go now to the other side. There is much more water than this side. Then we come here to the cracks where the sun on the other side of the wall in the milking room. It came through to down the floor, and the water came now through the cracks on this side in the machining room. And we have now all for the third times repair this electronic. We have a big one behind under the place where the cows are sleeping. You think about in the milking room, then you can see it is almost the same line. Mm-hmm. So there is a point where actually the ceiling could break down. Yes. And that is why we think the farm will break. An den niederländischen Treibhäusern hängen 81.000 Jobs. Die Hälfte der Betriebe hat wegen der Gaspreise massive Geldsorgen. Eine Verlängerung der Groningen-Förderung könnte die Lage entspannen. Die Van der Breggens verkaufen Chrysanthemen nach Skandinavien, Frankreich, Deutschland. Der Ganzjahresbetrieb braucht viel Gas. Damit wird die Luft entfeuchtet. Die Gasrechnung drückt den Familienbetrieb ins Minus. Jetzt muss gespart werden. You're facing a terrible situation. What can you do to survive? Yeah, we had to close one location and 30% of our employees say goodbye. The problem is the high energy prices and we have to reduce our using of energy. It is possible to reduce for 30% as the whole branch we can reduce 900 million cubic meters of gas. Nur Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine beschlossen die Niederlande den Bau weiterer Flüssiggasterminals. Der Topmanager des staatlichen Netzbetreibers Gasunie ist stolz. Heute, 6 Monate später, fließt das Gas. Ankunft der Modex. Sie bringt Flüssiggas aus Texas. Jetzt ersetzt dreckiges Fracking-Gas die sauberen Moleküle von Groningen. European neighbors are waiting for help. They're waiting for gas from the Netherlands. What can you do? I think we're doing a lot to replace Russian gas. And with this terminal, with the expansion in Rotterdam, we are able to export from the Netherlands about 35 billion cubic meters to northwest of Europe. So that's even more than we use in the Netherlands. So we are able to export more gas with all these installations, like this one, this new one, to Germany, Czech Republic, Belgium, France. Aber reicht das auch? Die Niederlande haben ihre Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Das schadet dem Klima. Erdgas aus Groningen wäre weniger schädlich. Ob die Regierung doch noch umdenkt? Derzeit sieht es nicht danach aus. Aber einige der Gasquellen werden nur provisorisch geschlossen. Im Notfall kann die Regierung das Gas aus Groningen schnell wieder ans Netz bringen.